Meine Freunde, wenn dir der Content gefällt, lass mal gerne ein Abo da, lass mal gerne ein Like da. Wir sind hier auf dem Stream am schönen Montag und ich habe hier was. Da hatten wir letztes Mal auf dem Stream den 1er-Part so gesehen. Und ich würde mal sagen, let's fets Echo Fresh Rap Tutorial Part 2 oder Part 2. Yeah. Ich zeig dir heute, wie ein Song geht, von A bis Z. Das gilt für harte Raps oder auch Party-Tracks. Falls es dich interessiert, zeig ich, wie's funktioniert. Scheiß auf iPhone 4, schreib es lieber auf Papier. Mach dir Notizen, was du überhaupt zeigen willst, worüber du schreiben willst. Genügend zum Zeilenfüllen, jetzt geht's an die Bars. 16 an der Zahl, glaub mir, für das erste Mal ist das gängig und normal. Und jetzt für das erste Mal, Freunde, ich höre Exodus. Jetzt, was war das? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das der dritte Track aus Exodus ist, den ich höre oder so. Aber wir hatten ja schon, was war das? Pelikan Fleek mit diesem Oldschool-Beat, der mir relativ gut gefallen. Rap Tutorial 1, weiß nicht, ob der auch auf dem Album drauf ist. I doubt it. Aber es kann ja sein. Und Rap Tutorial 2. Ich habe beim 1er schon gesagt, ich finde es cool, dass ich jetzt was lerne. Jetzt bin ich hier auch so ein bisschen gespannt. Deswegen, ich versuche mich wirklich zu konzentrieren. Ja, ist nicht so ganz einfach für mich mit meinem kleinen ADS am Start. Aber ich versuche mich nochmal drauf zu konzentrieren. Ich habe mein Notizbuch, mein Mentales draußen. Und der Track fand ich schon geil an. Ich mag das, wenn so ein Piano so eine kleine Interlude in einen Track gibt. Das ist schon richtig nice. Bam, bam. Es hat was. Yeah. Ich zeig dir heute, wie ein Song geht, von A bis Z. Das gilt für harte Raps oder auch Party-Tracks. Falls es dich interessiert, zeig ich, wie's funktioniert. Scheiß auf iPhone 4, schreib es lieber auf Papier. Mach dir Notizen, was du überhaupt zeigen willst, worüber du schreiben willst. Genügend zum Zeilen füllen jetzt. Okay, also Outline, wir framen letztendlich die Story. Was wollen wir schreiben? Okay, das ist auch cool, krass, dass er sagt, irgendwie scheiß aufs iPhone 4, so schreib's lieber auf Papier und so. Das habe ich auch gehört, dass er letztendlich, wenn man, obwohl, doch, es ist wirklich so, handschriftlich oder auf einer Tastatur was runtergeschrieben, bleibt irgendwie stärker im Gedächtnis, als wenn man es irgendwie auf ein Handy tippt. Ich weiß nicht warum, aber es ist anscheinend so. It's science, ja. Die Notizen, was du überhaupt zeigen willst, worüber du schreiben willst, genügend zum Zeilenfüllen, jetzt geht's an die Bars. 16 an der Zahl, glaub mir, für das erste Mal ist das gängig und normal. Und jetzt zeichne mit dem Stift. Okay. An jede zweite Zeile einen Strich, damit du weißt, wo du grad bist. Das erste, was dir einfällt, ist meistens die Punchline. Also schreib sie als zweites und halt dir den Platz frei. Boah, ey, das ist so gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir jetzt noch besser als der erste Part, weil er nimmt uns ja jetzt richtig, oder besser gesagt mich ja, an die Hand und zeigt mir wirklich, wie es geht. Also was habe ich mir gemerkt? Block und Stift, ja, bleibt besser im Gehirn. So, dann framen wir die Outline unserer Geschichte, beziehungsweise halt das, was wir sagen wollen, vielleicht einfach mal so runterschreiben. Dann 16 Bars, habe ich gelernt, ist für den Anfang okay, okay. Ich habe jetzt hier schon gehört, Echo hat irgendwie 1000 Bars oder so. Okay, das heißt, ich beschränke mich auf 16, die Punchline in die zweite Line reinpacken. Bei der zweiten, da wo jetzt die Punchline sitzt, irgendwie einen Strich, einen Marker setzen. Was dir einfällt, ist meistens die Punchline, also schreib sie als zweites und 2020 Bars. Ist nicht dein Ernst. Okay, 2020, wir fangen mit 16 an. Boah, das ist gerade voll. Ich fühle mich gerade wirklich so wie in die Hand genommen, wie ich habe, glaube ich, keinen anderen Track, kenne ich, bei dem das jetzt so abgeht. Vielleicht bei Chay Chiggy im Rap-Tutorial oder nee, wie heißt das von Chay Chiggy? Du weißt, was ich meine. Er hat ja auch so einen Rap-Kurs irgendwie draußen. Ich war schon versucht, den einfach mit zu kaufen, zu gucken, was da so geht. Einfach zu Trust for Fun. Aber hier gibt es ja for free. Will nicht sagen, dass das genauso gut ist. JG ist bestimmt auch. Geht richtig in die. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier bist du ja richtig an die Hand genommen. Das finde ich ganz geil. Das finde ich wirklich ganz geil, weil ich habe noch nie. Ich habe mich zwar immer gefragt, okay, wie machen die das? Und jeder hatte wahrscheinlich so seine Eigenarten, so, aber das finde ich ganz nice. Mal und jetzt zeichne mit dem Stift. An jede zweite Zeile einen Strich, damit du weißt, wo du grad bist. Das erste, was dir einfällt, ist meistens die Punchline. Also schreib sie als zweites und halt dir den Platz frei. Denn der Reim, den du dir darauf einfallen lässt, dient dir meistens nur zum Zweck. Also schreib ihn doch zuerst und das Ganze achtmal. Guck, dann hast du deinen Part und das gleiche noch einmal. Plus ne Hook rein und das war's. Ich zeig dir heute, wie man ein Lied einrappt. Denn sieh mal, Egg beherrscht diese Disziplin perfekt. Und ich zeig dir, wie man Klicks bekommt. Denn wo kriegst du sonst schon ein paar Tipps umsonst? Zeige dir, wie man ein Track macht. Freezy weiß es exakt. Du brauchst nichts außer Beat und einem Textblatt. Nimm dir die Zeit, wie der King zu rhyme. Kein Problem, ich bring's dir bei Rap Tutorial 2. Geil.
Geil, geil, geil. Und er macht es ja auch, ne? Er macht es ja jetzt eigentlich auch bei dem Song so. Also er beschreibt es nicht nur in dem ersten Part jetzt, wie du das outlines, frames, was, ne, wie du es hier so technisch machst, sondern er rappt es halt dann wirklich so. Boah, ist das geil. Ist das cool. Der Song hittet, ist irgendwie auf eine andere Art und Weise cool. Ist wie so ein Template, wie so ein Blueprint, wie so eine Bauanleitung. Weißt du, wie bei Lego Technik damals. Da hast du ja auch gedacht, okay, entweder freestylst du jetzt mit den Lego-Bauteilen, baust dir irgendwas zusammen, keine Ahnung, dein Bauset war eine Burg, beispielsweise bei Lego, und du hast einfach ein Raumschiff draus gemacht. So. Und er macht jetzt das anders, wie in der Bauanleitung. Er sagt er irgendwie Schritt für Schritt, okay, wie macht man's? Oder wie könnte man das machen? Das finde ich irgendwie cool. Zeit wie der King zu rhyme. Kein Problem, ich bring's dir bei Rap Tutorial 2. Und jetzt suchst du dir einen Beat aus, doch ey man passt. Lieber auf, dass er auch zum Thema passt. Nicht immer so eine Hektik, nimm dir Zeit und check es genau. Er muss passen zu der Stimmung deines Textes. Und denk mal nach über die BPM-Zahl. Sie sollte ausschlaggebend sein für deine Endwahl. Ich zum Beispiel fühl mich am wohlsten bei 90. Jeder Ton kommt da deutlich und mein Flow überzeugt dich. Manche können ohne Beat nicht schreiben. Kein Problem, für sie gilt im Prinzip das Gleiche. Einfach drehen und bei den Aufnahmen machen viele zwei, drei Spuren. Ich bleib meistens stur, bei einer nur, dann bleibt es pur. Doch wie gesagt, nicht jeder Dude macht's wie ich. Hauptsache, es wird später gut abgemischt. Und dann geht's zum Mastering, um ihn perfekt zu machen. Voila, jetzt hast du deinen ersten Track im Kasten, Kid. Ich zeig dir heute, wie man ein Lied einrappt. Denn sieh mal, Egg beherrscht diese Disziplin perfekt. Und ich zeig dir, wie man Klicks bekommt. Denn wo kriegst du sonst schon ein paar Tipps umsonst? Zeige dir, wie man ein Track macht. Freezy weiß es exakt. Du brauchst nichts außer Beat und einem Textblatt. Nimm dir die Zeit, wie der King zu rhyme. Kein Problem, ich bring's dir bei Rap Tutorial 2. Hab deine eigenen Ideen. Geil, ich finde das richtig cool. Also hier werden wir ja wirklich Schritt für Schritt in die Hand genommen. Sollen wir das mal machen? Ich glaube, ohne Witz, nach einem Stream setze ich mich mal just for fun hin und mache das genauso, wie er gesagt hat. Einfach stupide, einfach copy and paste. Wie der King zu rhyme, kein Problem, ich bring's dir bei Rap Tutorial 2. Hab deine eigenen Ideen, weite nicht von irgendwem. Sonst klingst du wie alle, aber keiner will dich sehen. Weiter geht's mit der visuellen Seite. Such dir jemand Fähiges, der Videos für dich schneidet. Spar dein Geld, gib dich nicht mit wenig zufrieden. Denn an der Qualität soll's nicht liegen. Jungs werden dich feiern und Mädchen sich verlieben. Mach es selbst, dann brauchst du dich für ein Label nicht verbiegen. Renn keinem hinterher und sieh, was passiert. Denn wenn du gut bist, mein Freund, wollen sie was von dir. Sei besser vorsichtig, mit wem du dich umgibst. Das ist ja im Prinzip, sind es ja Live-Lessons, ne? Das ist ja crazy. Der Beat ist voll gut, der Beat ist voll gut. Ja, der Beat ist auf jeden Fall safe gut. Aber das sind ja so Lebenslektionen, ja. Ich finde es, also von dem Schreiben, von dem Rap-Track jetzt mal ganz abgesehen und wie man da so rangeht, ist es ja quasi jetzt hier auf dem dritten Part, was er rappt, so, das gibt ja so die Transition eben von, also dem Rap-Game quasi, den Texte schreiben, das ganze Beat drauflegen und so weiter und so fort. Jetzt driftet er halt so ab, grundsätzlich in allgemeingültigere Aussagen, so. Finde ich irgendwie auch ganz nice, noch das on top zu setzen, also die drei Parts, irgendwie auch krass, drei Parts zu hören, oder? Also ich weiß nicht, wie alt der Track ist, aber auf jeden Fall schon ein, zwei, drei, vier, keine Ahnung, wie viele Jährchen. Aber drei Parts auf einem Rap-Track zu hören, ist schon cool. An der Qualität soll's nicht liegen. Jungs werden dich feiern und Mädchen sich verlieben. Mach es selbst, dann brauchst du dich für ein Label nicht verbiegen. Renn keinem hinterher und sieh, was passiert. Denn wenn du gut bist, mein Freund, wollen sie was von dir. Sei besser vorsichtig, mit wem du dich umgibst. Sonst bist du eh man dich vergisst, der im Leben nichts besitzt. Doch zum Thema jetzt zurück, die Premiere deines Clips. Und bevor du dich versiehst, sind es 10 Millionen Klicks. Das ist auch geil, wie er sagt. Und jetzt zum Thema zurück, ne? Das, was ich jetzt gemeint habe. So, dieser kleine Exkurs, Ausflug und dann halt wieder zurück. Ey, irgendwie ist das geil. Irgendwie macht mir das so Spaß, gerade zu hören. Einfach halt, weil ich glaube, zum ersten Mal mir jemand wirklich sagt, wie man so einen Rap-Track schreibt, also wie man es machen könnte. Ich meine, oder jetzt mal ohne Witz, klar, kannst du dich hinsetzen, irgendwas machen oder so, aber gerade so vom Handwerklichen erstmal überlegen, über was du schreiben willst, ne, dann hier so bababam, 16 Bars, hier, das so, dass du die Punchline in die zweite reinpackst und so, das ist immer ganz lustig. Also für mich ist das gerade wirklich komplett was Neues. Sieh, was passiert, denn wenn du gut bist, mein Freund, wollen sie was von dir. Sei besser vorsichtig, mit wem du dich umgibst. Sonst bist du eh man dich vergisst, der im Leben nichts besitzt. Doch zum Thema jetzt zurück, die Premiere deines Clips. Und bevor du dich versiehst, sind es 10 Millionen Klicks. Das waren nur paar Ratschläge, jetzt musst du selber Gas geben. Oder soll ich dir noch in den Arsch treten? Ich zeig dir heute, wie man ein Lied einrappt. Denn sieh mal, Egg beherrscht diese Disziplin perfekt. Und ich zeig dir, wie man Klicks bekommt. Denn wo kriegst du sonst schon ein paar Tipps umsonst? Zeige dir, wie man ein Track macht. Freezy weiß es exakt. Du brauchst nichts außer Beat und einem Textblatt. Nimm dir die Zeit, wie der King zu rhyme. Kein Problem, ich bring's dir bei Rap Tutorial 2. Das ist geil.
Oh, das ist geil mit diesem, kein Problem, springst dir bei Rap Tutorial 2. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein cooler Flow drauf. Ich mag das total. Ich mag das total. Ey, Chaos schreibt gerade so, save kein Benz EP. Grüner Tee, Rewe Ultra, Banger, Coconut, Shock Bars, Holy Flow, Space Bars, Smash Bars. Yo, yo, yo. Oder willst du, save ein Banger. Mal gucken, wann das kommt. Nein, Spaß beiseite. Aber ich finde es wirklich cool, da mal so von ihm an die Hand genommen zu werden und zu also was zu lernen. Ne? Aber ich finde, es ist schon, ich probiere mich da später mal aus, einfach just for fun, um mal zu sehen, wie das Ding aufgeht. Beat geil, Mucke geil. Ich finde, Echo ist irgendwie bei mir im Kopf jetzt auch durch Pelikan fliegt und Rap Tutorial 1 hatte und jetzt gerade auch durch den Song hier hat nochmal so einen Twist bekommen bei mir im Kopf. Beherrscht diese Disziplin perfekt. Also ich finde, er kann das einfach, ne? Also ich weiß auch nicht, das ist so, ich glaube, Echo Fresh ist echt eine Institution im Deutschrap. Also es macht Spaß, ihm zuzuhören. Und ich zeig dir, wie man Klicks bekommt, denn wo kriegst du sonst schon ein paar Tipps umsonst? Zeige dir, wie man ein Track macht, Freezy weiß es exakt. Du brauchst nichts außer Beat und einem Textblatt. Geil. Nimm dir die Zeit, wie der King zu rhyme. Kein Problem, ich bring's dir bei, Rap Tutorial 2. Nice. Geiles Ding, ey. Richtig geiles Ding, sorry. Tut mir leid. Ich hab grad ein Candy im Mund, ey. Und es ist nicht die Candy von Two and a Half Men. Falls du Two and a Half Men kennst, ey.